Bei dem heutigen Newsflash dreht sich alles um das Thema digital versus analog. Lesen, Bücher und oder soziale Medien interessieren euch? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ich bin Larissa und jetzt geht's los. Was bedeutet Literatur für dich? Literatur? Literatur hat mich mein Leben lang begleitet. Gerade wenn man schwierige Zeiten hat oder so, dann hat man sich in der Literatur vielleicht ein bisschen vergraben. Also ich lese in meiner Freizeit sehr gerne Romane und auch fürs Studium brauche ich sehr viel Literatur. Ja, ich lese nachher so das, was man halt lesen muss, aber weniger das, was ich eigentlich lesen will, weil ich dazu keine Zeit mehr habe. Eher Buch oder E-Reader? Also ich bin eher der klassische Buchtyp. Ich mag E-Reader gar nicht. Am Bildschirm lese ich irgendwie nicht so gern. Ich bin mehr so der analoge Typ. Ich mag Papier, ich mag das, ich brauche das Haptische. Einfach, weil man was in der Hand hat und ich mag auch das Gefühl von Papier einfach. Also Bücher lese ich vor allem dann auf Papier und aber Nachrichten auf dem Smartphone. Auch wenn ihr vielleicht nicht gerade Bertolt Brecht zum Frühstück lest, könnte euch vielleicht die Ausstellung Connect interessieren. Dort geht es zwar um Bücher, aber auch um soziale Medien und ihren Einfluss auf die Gesellschaft. Mit dieser Ausstellung möchten wir Parallelen und Gemeinsamkeiten von zwei Medienrevolutionen zeigen und nahebringen, die im Abstand von 500 Jahren stattgefunden haben. Das ist zum einen die Verbreitung des Buchdrucks im 16. Jahrhundert und zum anderen ist das das Aufkommen des Social Web heute. Und da die Ausstellung interaktiv ist, könnte vielleicht auch was für Kulturbanausen dabei sein. Die Ausstellung in der Paulinerkirche geht noch bis zum 18. Dezember und kostet euch Studierende auch nur 1,50 Euro. Kennt ihr eigentlich schon den Blog? Nein? Dann solltet ihr da unbedingt mal vorbeischauen, denn der Blog ist der neue Blog von der Uni Göttingen und ist in diesem Jahr online gegangen. Das Team des Blogs besteht aus Mitarbeitern der Uni und studentischen Reportern. Diese schreiben dann Artikel über lustige oder auch besonders nachdenkliche Themen. Außerdem wird besonders regelmäßig gepostet, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Also, wenn ihr Tipps für die nächste Prüfungsphase braucht oder Göttingen mal neu entdecken wollt, dann schaut vorbei auf www.blog.uni-göttingen.de. Und wenn ihr jetzt vom Lesen und Kultur immer noch nicht genug bekommen habt, dann solltet ihr nochmal bei den Lesungen im Literarischen Zentrum vorbeischauen. Die nächste Lesung ist am 16. November oder ihr schaut einfach bei dem gerade laufenden Stück im Topf vorbei. Das war der Newsflash im November. Bleibt immer schön neugierig und vor allem zieht euch warm an, denn der November wird kalt. Bis zum nächsten Mal.